Servus, liebe Freunde, da sind wir wieder. Und zwar betreten wir das blaue Band. Minimiert sich auch immer mein Fenster. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ob das daran liegt, dass ich bis hierher schon gespielt habe. Man weiß es nicht. Wir werden es vielleicht erfahren. The Rise of Columbia. The Prophet Stands. Das hier sind solche kleinen Kinoapparätchen, Apparillos. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich möchte gar nicht so viel spoilern von der Story. Ich weiß ja nicht, ob ich das komplette LP aufnehme. Deswegen werde ich so ein paar Dinge werde ich einfach mal gekonnt ignorieren. Limonade plus Salz ist scheißegal. Plus Gesundheit minus Salz wollen wir auch nicht. Minus Gesundheit plus Salz wollen wir auch nicht. Aber hier gibt es eine Kasse, da ist doch bestimmt Geld drin. Jawohl, 3 Silver Eagles ist jetzt auch nicht so krass. Whisky minus Salz ist immer scheiße. So, und euch, Freunde, euch kenne ich doch schon. Wart ihr das nicht hier mit der blöden Münze da? Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Aha. Schild-Upgrade. Na, immer her damit. Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Ja, herzlichen Dank. Hätte mir vorher sagen können. Ich trinke hier einfach wild irgendwelches Gerümpel. Und warum möchte ich nicht so viel spoilern? Ja, ich denke, so ein Spiel, das ist es auch wert, dass man es doch irgendwann selber spielt. Wenn man es noch nicht gleich für den vollen Preis kaufen möchte, dann vielleicht in einem halben Jahr. Und deswegen werde ich jetzt auch so ein bisschen was von diesen Audiologs und so weiter, das werde ich jetzt einfach alles so ein bisschen nebenbei liegen lassen. Zumindest noch in dem Bereich, wo ich es selbst schon kenne. Dann ist vielleicht auch der Reiz für euch größer. Ja, soweit haben wir das schon mitgekriegt. Jahrestag der Trennung, also quasi der zweite Unabhängigkeitstag. Der erste war ja für die kompletten Vereinigten Staaten und hier Columbia hat sich 2 Tage später wohl irgendwann nochmal für unabhängig erklärt. So, und was wir jetzt hier machen müssen, mit diesem Nahkampfgerät, das wir hier abgestaubt haben, können wir uns hier auch... Skyhook da einhaken können. Ja, genau. Das meinte ich doch. Magnetisch sein. Ja, irgendwas ist da jedenfalls. Irgendeine komische Mechanik ist da dahinter. Wir hakeln uns hier jedenfalls da ein und wir können dann zack hier rüberspringen. Aber gibt's hier noch was? Jawohl, hier haben wir noch ein paar Kisten. Dann hake ich mal wieder ein. Wo geht's weiter? Zack. Da ist schon ein nichtsahnender Gegner. Da können wir natürlich auch so einen schönen Luftangriff machen. Bam! Und hier bekommen wir ein Maschinengewehr. Na, immer her damit. Munition. So, wo geht's jetzt hier weiter? Sind hier mitten auf den Dächern. Die ganze Landschaft, die ganze Umgebung nicht. Ich könnte hier stundenlang einfach nur so rumlaufen und mir das angucken. Die Gegner sind da mehr oder weniger eigentlich nur störend. Habt ihr dich genau gesehen? Wo bist du jetzt hin? Ist doch gerade dahinter. Gut, dass wir dieses Schild haben. Ich sehe hier nämlich gar nichts in dem Nebel. Boah, und die geben es mir echt derbe, für das, dass ich sie nicht sehen kann. Bam, da hat es uns schon das erste Mal erwischt. Scheiße. Was zum... Ja? Wenn wir sterben, dann betreten wir die Welt wieder durch einen... Ein komisches Tor. Da oben ist ein MG. Verdammter Scheiß. Der falsche Hirte ist hier. Er will unser Lamm rauben und auf Abwege führen. Zack. Schon haben wir es unter Beschlag genommen. So, und hier bekommen wir auch wieder Munition und werden wieder aufgefüllt.
So, und ich weiß es nicht, wie weit ich schon war. Ich glaube, hier irgendwo in dem Bereich. Viel weiter habe ich noch gar nicht gespielt. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Och Mensch. Und zack. Und jetzt machen wir es gleich noch kaputt hier mit unserer Granate, wenn ich das hinbekomme. Kaboom. Na komm. Wieso geht's hier nicht kaputt? Das ist offensichtlich noch zu uns gehört. Das ist doch scheiße so. Keine Munition mehr. Das haben wir ja gut hingekriegt. Das haben wir ja schon mal gut hingekriegt. Da haben wir das Zeug schon rausgeholt. Scheiße nochmal. Jedenfalls ein schöner Shooter. Der auch gar nicht mal so einfach ist, wenn man ihn auf schwer spielt. Ich muss ja eigentlich auch viel mehr meine Kräfte hier einsetzen. Mache ich das jetzt mal. Bam! Brennt ihr! Wo ist denn? Wo ist denn hier schon wieder dieses MG da? Ach, da hinten. Zack. Schnell hier hoch. Da kommt schon das nächste Polizeischiff hier angerollt. Kleines Gesundheitsdings. Plus Gesundheit minus Salz brauchen wir nicht. Minus Gesundheit plus Salz, das ist eigentlich auch falsch. So, wie machen wir das jetzt mit diesem MG da drüben? Headshot. Kacke. Wie schlecht kann man sein? Scheiße. Damit ist echt nicht zu spaßen. Mittlere Salzampulle, sehr gut. Und Scheiße daneben. Das hätte ich gedacht. Kassette, ich hoffe, hier ist einigermaßen ein bisschen was Hilfreiches drin. Oh. So, jetzt halt. Wer schreit da? Und beschimpft mich. Bumm. So, jetzt haben wir den eine Weile lang unter unserer Kontrolle. Zack. Und runter da. Scheiße. Ach du Kacke. Der schießt da durch. Mann. Tja, da sind wir wieder. Schwer ist eben doch nicht leicht. Da darf ich mich wohl dran gewöhnen jetzt schon mittlerweile. Dass hier ordentlich die Post abgeht. Aber ich habe auch schon länger keine richtigen Hardcore-Shooter. Was heißt Hardcore-Shooter? Aber es hat schon länger keine richtigen Shooter mehr gespielt. Scheiße. Was schießt da auf mich? Schießt irgendein MG auf mich? Schauen wir mal, ob unsere Kraft so weit geht. Ich befürchte ja fast nicht. Oh doch, hat funktioniert. Oder nicht? Doch, der ballert doch hier irgendwo drauf. So, und da sind wir auch schon wieder.
Scheiße, wieso hat uns das jetzt so viel abgezogen? Oh, da kommt schon wieder das verflixte MG und unsere Salze sind leer. Komm, das kriegen wir jetzt doch so erledigt. Hier. Bam, da ist kaputt. Puh. Kommen wir da runter? Oh ja. Schreibtisch durchsuchen. Silver Eagle. Salze, dankeschön. Whisky brauchen wir keinen. Hier Geldbörse, perfekt füll auf. Wenn wir sterben, kostet uns das jedes Mal eine ganze Menge Coins. Was für einem komischen Haus sind wir denn hier jetzt gelandet? Badezimmer, Waschbecken, Toilette benutzen. Na, Zeit wird's. An apple a day keeps the Sensenmann away. Wieder ein Voxophon. Schokoriegel. Eine verschlossene Truhe. Optional. Finde den Schlüssel zum Schloss. Okay. Was heißt hier optional? Heißt optional in dem Fall weit weg oder auf meinem Weg einfach nur und ich muss einfach nur den... Alles in Ordnung. Ich bin nicht wie der Rest. Ich bin progressiv. Na super. Danke für deine progressiven Schokoriegel, für dein progressives Salz und für einen Silberbarren. Juhu! Okay, das ist der Mr. Washington. Und du sollst progressiv sein, da bin ich ja mal sehr interessant, was hier unter progressiv verstanden wird. Was hast du denn am Schreibtisch? Ein bisschen Kaffee. Immer her damit. Können wir gebrauchen. So, weiter geht's. Wo geht's? Wo müssen wir denn hier wieder raus? Ich glaube, hier irgendwo ging's raus. Jo. Hier ging es weiter. Na dann, ab geht's. Dann erstmal hier runter. Blub, blub, blub. Alles leer. Alles leer. Zack, rüber. So, hier sieht es halbwegs ruhig aus. Kuchen im Briefkasten. Hier müssen wir gleich rein. Jetzt nehmen wir aber hier noch den gesamten Gesundheitskrams mit. Wein brauchen wir keinen heute. Noch früher am Tag. Und wir sind hier ja noch neu in der Stadt. Da wird noch nicht gesoffen. Alles schon witzig, wie sich die Moral hier so verschiebt. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ein Treffen der Columbia-Freunde der Negro Society. Solange der Neger nicht gleich ist, ist niemand von uns gleich. Also es gibt hier tatsächlich irgendwelche Untergrundbewegungen oder irgendwelche... Aha, hier ist tatsächlich hier ist eine Druckmaschine. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Okay, die sind uns auch nicht böse gestimmt. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Ruhe jetzt. Was macht ihr denn da? Ihr druckt hier Flyer. Also, irgend so ein Gebäude der Untergrundbewegung. Ja, was heißt Untergrund? Ich denke, sie werden es schon offiziell machen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Gesellschaft hier so funktioniert in dieser Wolkenstadt. Es kommt ja hier so nicht ganz raus. Ich habe zuerst gedacht, sie sind hier alle so und die lassen nur Leute rein, die in ihr Sektendenken da hineinpassen. Aber offenbar stimmt das nicht so ganz. Oh Gott. Ich das schon wieder höre. Konnte ich hier auch raus? Ach nee, hier ist ja noch was. So, dann sind wir wieder mit der Gesundheit voll. Wieso liegst du da? Was ist los mit dir? Ah, das hier ist eine Schwarze. Die haben hier wohl...
Wir haben ja wohl Unterschlupf gefunden, so oder so wie es aussieht. Das ist alles schon durchsucht. Was ist denn hier für eine komische Toilette? Rechts oder links rum? Wie läuft das Wasser ab? Tja, dann bleibt uns wohl nichts anderes als doch nach draußen zu gehen, wenn ich hier alles eingesammelt habe. Wollen uns hier ja nicht ewig aufhalten. Ja, ist ja gut. Boah, das war doch ein astreiner Headshot. Was soll das denn? Hä? Oh, die kommen hier durch die Tür durch. Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Mann. Das kostet uns jetzt mal Geld. Auch kein Spaß, mir hier beim Failen zu. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Jetzt bin ich schon hier draußen gelandet. So haben wir doch auch nicht gewettet. Prügel ich mich hier halt durch. Komm doch her! Und jedes Mal kostet das Geld. Sowieso sind wir jetzt hier draußen gelandet. Direkt hier bei dem Drecksgeschütz. Komm, weg hier. Aua. Boah, gib dir mir hier noch im Laufen einen mit. Um Gottes Willen. Also hier kämpfen tatsächlich auch Frauen mit. Das hätte ich der Gesellschaft jetzt auch nicht zugetraut. So, aber er merkt sich, dass wir hier schon waren und dass wir das schon durchsucht haben. Und jetzt ist da hinten wieder so eine... So ein Maschinengewehr-Dingens. Oh, falscher Knopf. So. Jetzt bringe ich mich hier mal von dem Maschinengewehr da in Sicherheit. Von dem MG da in Sicherheit. Nein. Auch noch blendet, ja? Sprengen wir es halt in die Luft. Nicht getroffen, natürlich. Scheiße. Bumm. Da ist es draufgegangen. So, jetzt können wir uns hier noch ein bisschen umsehen. Ah, hier können wir tatsächlich Munition mitnehmen. Ananas. Hier hinten steht wieder so ein merkwürdiges Pferd. Hätte ich jetzt nicht hier akuten Salzmangel, würde ich jetzt gerade mal ausprobieren, was passiert, wenn wir das hier unter Beschlag nehmen. Mit unserer Fähigkeit hier. Kiste durchsuchen. Also das hier scheint hier wohl so ein Großwildjäger zu sein, der hier seine Shows veranstaltet, so ein Buffalo Bill Typ. Wild West Show, ganz genau. Preston Downs. Game Hunter of Legend. Hat ja auch einen Voice Log hinterlassen. Können wir das Klavier anspielen oder Gitarre? Nee, können wir alles nicht. Dann hören wir uns doch mal an, was er hier zu sagen hat. J. Comstock kam bei Tagesanbruch an meinem Wagen vorbei. Er war ganz gebannt vom Anblick meiner Skalptrophäen. Er fragte, von wem die Weißen seien. Ich sagte, nun, Sir, wenn ihr wild im Urwald haust und es mit den Wilden treibt, warum Haare spalten? Kein Lächeln. Entweder er hat noch nie erlebt, dass einer es wie die Indianer macht, oder er hat es zu oft erlebt. Jedenfalls, jetzt soll ich Daisy Fitzroy für ihn jagen. Hoffentlich erwartet er nicht, dass ich sie immer ausgestopft an die Wand hänge. Daisy Fitzroy. Haben wir den Namen schon mal gehört irgendwo? Keine Ahnung.
scheint jedenfalls auch nicht allzu viel zu halten hier von der ganzen Veranstaltung hier. Wenn er natürlich einen Auftrag gerne annimmt, so wie wir hier. Audemus Patria Nostra Defendere. Patria Nostra Defendere. Unser neues Land verteidigen, Audemus. Wir versuchen oder wir wagen es, unser Land zu verteidigen, glaube ich, heißt das. Comstock fights the Serpent of Nations. Okay. So, aber bevor wir dieses Gebäude hier betreten, mache ich hier mal eine kleine Pause und schau mir an, was dieses komische Speicherproblem hier auf sich hat, warum das hier mein Spiel nicht speichern möchte. Bin dann gleich wieder zurück. Euer Alpensack, bye bye.